Hallo und herzlich willkommen auf Fragster. Ich bin der Hardware-Doktor und ich zeige euch heute mal wieder eine neue Maus. Und wir schnacken nicht lange und gehen gleich zum Produkt. Und zwar geht es heute um die Rocket Cone XP. Und viele denken vielleicht jetzt an Windows XP. Was sogar ein bisschen was damit zu tun hat, meiner Meinung nach. Darauf komme ich dann aber später. Die Cone XP Gaming Maus ist die neueste in der Rocket-Reihe mit der hervorragenden Ergonomie der ikonischen und jetzt verfeinerten Cone-Form. Viele kennen ja zum Beispiel die Rocket Cone Amo, was auch mal meine alte Maus tatsächlich war. Und die war eigentlich schon wirklich, wirklich gut. Die war gut in der Hand gelegen, vor allem für Leute mit so großen Händen wie der Doc. Und es war im Großen und Ganzen einfach eine gute Maus. Der spirituelle Nachfolger des äußerst beliebten Cone Amo Remastered, der Cone XP, verbessert ihn in jeder Hinsicht. Die durchscheinende Hülle bereitet die Bühne für die 22 LEDs und 8 Lichtleiter des Cone XP und schafft eine beispiellose Tiefe und Immersion. Hört sich wunderbar an, was heißt es? Das Ding blinkt wie ein Volksfest. Und das ist auch cool. Aber bevor wir aufs Design eingehen und natürlich dann auf die Funktionen, öffnen wir das Paket erstmal. Grüße gehen mal wieder raus an meinen Freund Jeff, der das wieder sehr, sehr pünktlich geliefert hat. Und wir werden natürlich wie immer wunderschön sezieren. Ich habe sogar mal vergessen, meine Adresse in einem Video zu zensieren, da musste ich das so ein bisschen rauscutten. Ich habe das jetzt mit Edding durchgestrichen, dass ihr nicht wisst, wo ich wohne. Nicht, dass einer vorbeikommen möchte und meine Hardware klauen will. Lasst mich mal, by the way, in den Kommentaren wissen, wie ihr den Background und so findet, ob das geil aussieht. Ich find's geil. Wer es nicht geil findet, keine Ahnung. Oh Gott. So viel sezieren mussten wir ja heute ja gar nicht. Oh, hallo. Oh, das Plastik hat sich gelohnt. Alle tot. 29 Button-Functions. Was kann das Ding noch? Krebs sein? Welt seid mir gerüst, ich bin der Held der Stadt. So, die Rückseite. Nichts, vor dem man sich fürchten müsste. Viele wissen es ja nicht, aber ich finde es eine ganz interessante Info. Rocket ist ja made in Germany. Steht auch hier nochmal auf dem Karton drauf. Finde ich irgendwie immer ganz cool, dass es so eine etablierte Gaming-Marke innerhalb von Deutschland gibt. Wir haben auf jeden Fall hier schon einige coole Funktionen aufgelistet. Zum Beispiel die Titan Switch Opticals und die Heat Treated 100% PTFE Glides. Ich denke, das ist einfach, dass es cool drüber gleitet. Wow! Und natürlich, was ich ganz cool finde, so ein Stoffkabel. Aber wie gesagt, auf die Funktionen gehen wir dann nochmal im Detail ein. Ich glaube, das ist das entspannteste Unpacking bis jetzt. Ja, und ich habe sie direkt auf den Tisch gehauen. Schlau. Eine Anleitung. Wer liest es durch? Oh, und Ersatzsticker für das untere. Für dieses Glides. Okay, wir haben ja auch so eine wunderschöne Abdeckung für die Maus. Das ist gar nicht mal so uncool. Ja, es ist halt so eine 0815 Plastikverpackung gewesen. Und yeah. Und diese Heat Glides sind dann eben einmal beschichtet. Die nehme ich jetzt einmal kurz ab. Also sehr, sehr nice, dass die Maus kommt und diese Heat Glides eben auch nochmal abgedeckt sind, dass die auf gar keinen Fall verkratzen, bevor sie bei euch sind. Was mir jetzt direkt auffällt, ist, dass die Maus leichter ist als die Cone Amo. Die Cone Amo war ein bisschen schwerer und ich glaube ein bisschen größer. Also für die, die das Cone Amo Modell haben, können sich da ein bisschen was drunter vorstellen. So, wenn wir jetzt aber vom Design reden, dann natürlich auch einmal über die Hülle, beziehungsweise das, was ihr am meisten von der Maus seht, und zwar dieses milchige, durchsichtige, also leicht durchsichtige Plastik, was mich sehr, sehr, sehr an alte Gaming-Mäuse erinnert. Ich weiß nicht, wer von euch damals Berührungspunkte hatte mit solchen Mäusen, aber zum Beispiel gibt es von Apple so eine sehr alte eine USB-Maus, die mich eben da sehr, sehr, sehr dran erinnert hat und irgendwie hat das so ein classy Design, muss ich irgendwie sagen. Wir haben dann vorne einmal eine DPI-Taste, also für DPI schneller, DPI langsamer. Und dann eben nochmal neben dem Daumen 5 komplett frei programmierbare Tasten, so wie ich das sehe. Und das werden wir uns im Hardware-Test nochmal genau anschauen. Schön ist auch, dass jeweils links und rechts das Plastik, was man nicht durchschauen kann, so leicht geriffelt ist, hat irgendwie nochmal so ein bisschen mehr Grip. Und allein diese Form, also die ist schon sehr ergonomisch geformt und ich denke, das liegt beim Zocken wirklich, wirklich gut in der Hand. Das Stoffkabel fühlt sich auch sehr hochwertig an. Kann man jetzt eigentlich nicht schimpfen. Also ich denke, auf Dauer wird sich dann eben immer sowas zeigen. Und wir haben dann nochmal so einen kleinen Gummi dabei, den wir halt eben benutzen können für Kabelmanagement. Falls es Leute gibt, die sowas tatsächlich machen. Ich
gehört tatsächlich nicht dazu. Weil ich sie doch dann auch mal ein bisschen leuchten sehen möchte und... Wow, schaut mal, die kann auch leuchten. Yeah, die leuchtet sogar direkt in 1000 Farben, die es gibt. Wow, wow, das sieht wirklich... Oh mein Gott. That looks sexy. Ich mag die Maus jetzt schon, ich finde die super nice. Sieht man auch wunderschönes Rocket-Logo, einmal auf der rechten Maustaste und natürlich da, wo der Handbein liegt. Also da auf jeden Fall schon mal designtechnisch ein großer Pluspunkt. Decken wir aber trotzdem nochmal einen wichtigen Punkt ab, und zwar das Gewicht. Der Vorgänger, die Rocket Cone Aimo, hat ein Gewicht von 130 Gramm und ist damit die schwerste Maus in unserer Reihe. Die Cone XP hat nur ein Gewicht von 104 Gramm und ist damit schon mal ein bisschen leichter als ihr Vorgänger. Meine Maus, die ich davor benutzt habe, war die Shakun Light 2 mit 62 Gramm. Und auch der Marktführer, die G Pro X Super Light, liegt nur mit einem Gramm drüber, und zwar mit 63 Gramm. Deswegen sollte man auf jeden Fall, wenn man auf eine leichtere oder eine schwerere Maus wechselt, darauf achten, dass man eventuell dann seine DPI, also die Sense, umstellen muss. Der Sensor dieser Maus ist übrigens wieder der altbekannte Rocket All-Eye, der ja damals in dem Vorgängermodell der Rocket Cone Aimo auch schon verbaut worden ist. Und dieser hat einen DPI-Wert von 19.000. Gut, das Design haben wir dann somit mal abgehakt. Jetzt geht es natürlich darum, wie sich die Maus spielt und was man an den tollen LED-Einstellungen noch so ändern kann. Sagt mal gerne, wenn ihr eine coole Tastatur wisst, die da schön dazu passt von Rocket, ne? Auf der Website von Rocket findet man auch dann nochmal ein paar technische Daten zu der Cone XP. Einmal natürlich die vorgestellten Makrotasten, die sich an der Innenseite der Maus befinden. Dank der Easy Shift Funktion können mit diesen 15 Tasten 29 verschiedene Tastenbefehle abgedeckt werden. Dazu kommt auch nochmal das Crystal 4D Mausrad, was nicht nur einen sehr angenehmen Roll-Sound plus Gefühl hat, sondern natürlich auch RGB, das ist das Wichtigste. Und sowohl links und rechts nochmal extra Tasten besitzt, also quasi nochmal Tasten, die ihr eben belegen könnt mit Makros. Ein ganz besonderes Highlight der Maus sind auch die Titan Switch Opticals. Das sind so quasi die neuesten Switches, also Tasten von Rocket, die eben diese Maus verbaut sind, die über 100 Millionen Klicks Lebensdauer versprechen und laut Hersteller eine nie dagewesene Geschwindigkeit und Präzision ermöglichen. Abgesehen davon ist die Cone XP ein wunderschöner Nachfolger für ihren Vater, der Cone Aimo. Dann habe ich noch einen kleinen Durchgang mit Aimlabs gestartet, um zu schauen, wie sich die neue Maus verhält. Einmal habe ich diese Pop-Up-Ziele gemacht, wo einfach verschiedene Ziele aufploppen und man sie erwischen muss. Und dann die 180s, weil einfach ein Rainbow das mit dem Flicken manchmal ganz wichtig ist. Mit meiner Shakun Light 2 habe ich eine Zahl von 54 bei den Pop-Ups und eine Zahl von 24 bei den Flicks geschafft. Mit meiner neuen Maus waren das dann aber dann doch schon 52. Und bei den Flicks 21, einfach weil ich tatsächlich das neue Gewicht noch nicht so gut gewöhnt bin. Wenn man das dann zusammenrechnet, komme ich bei der Shakun Light 2 auf einen Wert von 39,25 und bei der Rocket Cone XP auf einen Wert von 36,5. Falls ihr mal mit dem Programm von Rocket gearbeitet habt, und zwar Rocket Swarm, sollte das keine weiteren Fragen für euch aufwerfen. Dort gibt es dann einmal die Möglichkeit, dass ihr auch die DPI einstellen könnt, was ich jetzt aber hier auf 1600 gelassen habe, weil ich die meistens eh nicht ändere für meine Spiele. Dort könnt ihr natürlich dann auch die Makro-Tasten konfigurieren, was bei mir eigentlich am wichtigsten ist, ist immer die Taste V, weil das eben die Taste für mich ist zu messern. Wird aber dann auch hier nochmal wunderschön gezeigt, sodass es eigentlich keine Fragen aufwerfen sollte. Für die Leute, die by the way nicht wissen, was Easy Shift ist, ist eigentlich ganz simpel, ihr drückt Easy Shift auf der Maus und das funktioniert wie eine Shift-Taste und sorgt so dafür, dass alle Tasten, die ihr habt, nochmal neu belegt sind. Das heißt, wenn ihr Easy Shift drückt, ist die vordere Maustaste vielleicht nicht mehr die vordere Maustaste, sondern die Maustaste, die ihr benutzen könnt, um eine Granate zu werfen. Die Beleuchtung könnt ihr natürlich hier auch einstellen. Ich habe mich dafür entschieden, so ein twitchfarbenes, pulsierendes Lila. Gibt aber wie gesagt noch ganz viele andere Farbenkombinationen und sieht eben sehr, sehr, sehr nice aus. Durch das spezielle Design der Maus. Ihr könnt natürlich dann auch noch Profile erstellen und die sogar farblich anpassen, dass ihr auch wisst, welches Profil ihr jetzt benutzt, anhand der Farbe eurer Maus. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass das Programm Rocket Swarm eins der Programme ist, die mir am besten gefallen von den Hardware- bzw. Maus- und Tastaturherstellern. Es bietet einfach die Funktion, die man braucht und keinen überflüssigen Schnickschnack, wenn man das so sagen darf. Spielerisch ist mir aufgefallen, dass die Maus sich wirklich extrem gut klicken lässt. Das ergonomische Design liegt sehr gut in der Hand und auch vom Gewicht her, da ich ja davor als eine E-Sport-Maus benutzt habe, bzw. eine sehr, sehr leichte Maus mit so einem offenen Wabendesign, bin ich trotzdem von dem, ich sag mal, mittelschweren Gewicht gut in die Maus reingekommen. Kann man das so sagen? Gut in die Maus reingekommen? Hört sich irgendwie falsch an. Naja. Diese Maus hat mich sogar so sehr überzeugt, dass ich sie wahrscheinlich als meine primäre Maus jetzt benutzen werde. Zumindest für die nächsten Streams. Das war auf jeden Fall das Video zu der Rocket Cone XP. Eine Gaming-Maus. Sehr, sehr neu, sehr, sehr cool, sehr, sehr sexy.
ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen und euer Hardware-Doktor konnte euch im Bereich Hardware mal wieder eine kleine Entertainment-Stunde bereiten. Auch wenn es vielleicht eher so eine Viertelstunde ist, ne? Ich wünsche euch auf jeden Fall nochmal ganz viel Glück. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt...